Es tut mir leid. Dir muss klar sein, dass er dir unter diesen Umständen nichts hinterlassen konnte. Natürlich steht dir mein Haus jederzeit offen. Sein Testament ist mir egal. Sein Tod jedoch nicht. Sein Geschäft läuft auf meinen Namen, doch ich sehe es als deins. Kein Gesetz wird zwischen uns stehen. Ich hab echt das Gefühl, dass das die Stiefmutter dieser kommt, weil er meinte, sie wird sich rächen und weiß ich nicht, ich hab so das Gefühl, dass das halt ich bin gerade ein bisschen verwirrt da. Deswegen, also ganz klar ist schließt jetzt nicht ganz auf die Mutter oder auf die Stiefmutter, aber ich weiß nicht, also irgendwie riecht das für mich gerade nicht toll, weil während ich unterwegs war und die ganzen Sachen gemacht habe, ne, kam die Stiefmutter und hat mir zwar geholfen, aber sie hat, glaube ich, wenn mein Vater nicht irgendeine Krankheit gestorben ist, vergiftet. Obwohl der Wiederaufbau unseres Netzwerks sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, reicht unser Arm nun dank unserer amerikanischen Freunde weiter als je zuvor. Einer der neuen Informanten fand einen Loyalisten in New York, der mit ein wenig Nachdruck den Company Man vielleicht demaskieren könnte. Bitte, geh nach New York und suche deinen Bruder Connor. Ich bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Officer Davidson aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Was? Dein Bruder Connor? Er verdient bezahlt einen hohen Preis für die Ermordung von Vasquez, der, wie sich herausstellt, nicht der gesuchte Companyman war. Und da sie ihrem Vater in seinen letzten Stunden nicht zur Seite stehen konnte, wachsen nun in ihr Zweifel an ihren Verhalten. Ihr Treue zur Bruderschaft gerät ins Wanken. Okay. Sofort ein anderes Gefühl. Das hat sehr viel von Assassin's Creed 3. Connor? Ich bin Aveline de Grandpré. Dein Bruder aus New Orleans. Ja. Achilles sagte, du würdest kommen. Ich suche einen Loyalisten. Officer Davidson. Aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Das Regiment ist hier durchgezogen. Sieh dir nur all die Zerstörung an. Ihre Spur führt hier lang. Wir folgen ihnen unauffällig. Gefällt mir. Hier drüben. Durch die Bäume. Eine Falle. Folge du der Wache. Ich halte diese Männer auf. Lass mich los! Wenn du leben willst, sprich. Wo ist Davidson? Wer? Komm schon, letzte Chance. Er ist im Vor. Viel zu leicht. Warum genau nennt ihr euch noch gleich Loyalisten? Loyalität ist leichter im Schutz eines Forts, als draußen im Schnee mit einem Messer am Hals. Lauf heim, los! Und lass dich nie wieder blicken. Du würdest es sicher bereuen. Ja, Ma'am. Mir gefällt der Winteraufzug so noch ein bisschen zum mehr. Oh. Das heißt, da hochklettern. Super. Wir klettern. Recht. Weniger als eine Minute hochklettern.
problematisch, glaube ich. Nein, jetzt nicht. Habe ich wieder Lust, Assassin's Creed 3 zu spielen? Versteht ihr, was ich meine? Kommen Sie beim Connor wieder? Habe ich Bock drauf. Ich glaube, dass das so zwischen, also dass es jetzt quasi vor dem Ende von Assassin's Creed 3 spielt, weil Achilles ist tot am Ende. So, moin. Ich werde dich lehren. Mach doch. Mal. 2000? Wegen nichts? Quasi? Von mir kannst du noch was lernen. Krass. Bei ihm 2000 in den Arsch geschoben gekriegt. Hört sich wieder blöd an, aber... Na gut. Oh. Kommst du darüber? Ja. Okay. Wow. Okay, ciao. Das war's mit... Oh Mann, ey. Kommst du da rüber? Kommst du da rüber? Ja, du nicht? Connor, Connor, Connor. Alter. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Kommst du darüber? Kommst du darüber? Hab ich schon wieder keine Lust, Assassin's Creed 3 zu spielen. Nein. Ich würde mich ja wieder freuen, mit Ratonagelon was zu machen. Warum ist sie vorher dahin gesprungen, jetzt aber nicht so? Das ist so... Verstehe ich gerade nicht, ne? Mir gefällt aber ihr Winteraufzug. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Kommst du da rüber? Warum will sie das nicht machen? Alter. Sie will es nicht machen. Warum will sie es nicht machen? Drei, zwei, eins. Kommst du da rüber? Ah, schade, nicht ganz synchron. Komm, das üben wir nochmal. Haben wir bestimmt gleich nochmal die Chance dazu. Geh ich. Bett von aus gerade.
Ah. Wohl doch nicht. Erstmal runterspringen. Perfekt. Zirkelpassagen bis zum Fond. Findest du einen Weg rein? Ja, hab ich schon gefunden. Ich gehe außen rum und lenke sie ab. Sehr mutig von dir. Finde ich krass. Der nächste. Warum sehen die alle aus wie Achilles in Jung? So von der Klamotte her. Dann zieh mir die Peitsche an dich. Und zack. Oh mein Gott. So Davidson finden. Davidson? Sieht so wichtig aus. Moin. Hey. Was? George? Bist du das? Officer Davidson, würdest du mir bitte den Respekt erweisen, der mir zusteht? Du kämpfst für die Briten? Du arbeitest für meinen Feind, der dich versklavte? Das stinkt zum Himmel! Ha! Die Loyalisten versprachen mir die Freiheit. Dafür kämpfe ich und werde auch gewinnen. Unterdessen sind die Armen und Sklaven ihre Opfer in New Orleans. Und du spielst den Helden in New York. Wem dienst du denn? Und hältst du dich tatsächlich für frei? Nächstenliebe beginnt bei sich selbst, Miss Aveline. Nochmal von dem Checkpoint ausladen. Weil das war mir jetzt gerade ein bisschen zu heikel. Da lang. Nicht einfach die Fenster nimmt, ne? Das hab ich jetzt halt gar nicht verstanden.
Warum? Das klappt jetzt halt. Das klappt halt zeitlich jetzt nicht, ne? Deswegen aktuell so, zack, zurück. Neuer Versuch. Hallo? Gott, ey, dieses Spiel manchmal, ne? Schöne Scheiße. Jetzt ist die Frage, wo lang? Oben greifen? Achso. Nochmal nach oben greifen. Oh. Schieß drauf. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Nun, im Tod, findest du Freiheit. Du spottest meiner. Ich wählte mein Schicksal. Das ist wahre Freiheit. Vielleicht verstehst du es eines Tages. Ich... Wer ist der Company Man? Ha. Die Antwort lag die ganze Zeit in greifbarer Nähe. Mach endlich die Augen auf. Noch zwei Möglichkeiten. Entweder die Mutter, was ich vorhin gerade schon gesagt habe. Oder halt, Agathe. Agathe? Glaube ich nicht. Hast du gefunden, was du suchtest? Ja. Und leider noch viel mehr. Connor, bist du dir stets sicher, was Mittel und Wege der Bruderschaft angeht? Ich vertraue meinen Händen. Natürlich. Gute Reise. Es ist die Ankunft, die mich sorgt. Dann bist du auf dem rechten Weg. Vergebliche Mühe, Sequenz 8 beendet. Jetzt komplett oder was? George Davison gab Evelyn einige wenige, doch wichtige Hinweise zu Identität der Kompliment. Schweren Herzens kehrt sie nach Hause zurück. Okay, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, es gibt nur noch diese eine Möglichkeit, dass halt von Anfang an die Stiefmutter das Ganze gezogen hat. Und das glaube ich halt zu 100%. Weil, wer sonst hat sich um meinen Vater gekümmert? Warum wurde mein Vater auf einmal krank? Warum hat er diese Krankheit nicht überlebt? Warum hat sie nicht Bescheid gegeben, als er gestorben ist, so ein paar Stunden vorher, damit ich mich verabschieden kann? Warum nicht? Das verstehe ich halt nicht so im Nachgang. 1777, New Orleans. Die Wahrheit wurde aufgedeckt. Nun wartet die logische Schlussfolgerung. Ich denke halt hart, dass es die Stiefmutter ist. Und das habe ich, wie gesagt, auch schon ein paar Mal vorher gesagt, weil das einfach hart asozial ist, die der abgezogen hat. Oh, Bürger I ist in der Nähe. Okay. Hallo? Could you please? Thank you very much. My friending. Jetzt
heißt es nur noch, meine Stiefmutter konfrontieren. Also, sie hat es jetzt bis jetzt noch nicht ausgesprochen, aber ich gehe fest davon aus. Moin! Weil warum sollte mir mein Vater nichts vermachen? Das ist halt genauso eine Sache, ne? Warum sollte er mir nichts vermachen? Das ist halt nicht dämlich. Also würdest du sagen wollen, ja, dein Vater hat dich lieb gehabt, aber... Das macht halt alles nicht so viel Sinn, ne? Hier ist etwas, das sie ausgelassen haben. Ich frage mich, wer das ist, ne? Jetzt mal, kannst du jetzt mal hier runtergehen? Evelyn, ey. Ja, ich mach doch gar nichts. Ich bin nur weg. Denn dieser Mann sein? Ich bin jetzt komplett einmal um die Kirche rumgelatscht. Ohne Erfolg. Bonjour, Monsieur. Signora. Mademoiselle. Hat sie die ganzen Sklaven auch gar nicht wieder zurückgebracht. Aveline, welch freudige Überraschung. Verlief deine Reise sicher? Sicherheit? Ha! Das ist doch nur eine Utopie. Aveline, geht es dir gut? Du musst nicht länger die Mutter spielen, Company Man. Ich kenne nun deine wahre Identität. Aveline, sei nicht so böse. Glaubst du etwa, dass ich nicht wüsste, was du tust, wenn du des Nachts aus dem Fenster und über die Dächer kletterst? Wie du deinem Vater die zierliche Tochter vorspielst? Wie du dich ausgerechnet unter Sklaven mischst, selbst das noch? Als könntest du deine wahre Natur vor mir verbergen. Meine liebe, süße Stieftochter. Du lebst nur deshalb noch, weil ich dich brauchte. Weil ich dich immer noch brauche. Wofür? Setz dich. Stehen geblieben! Nee. Fuck. Dafür ist es zu spät, meinst du nicht? Meine Männer werden dich töten. Was bleibt denn noch von deiner kleinen Bruderschaft? Lasst nur. Sieh uns an. Traurig. Wie viele Jahre arbeiteten wir zusammen für die Sklaven? Du unterdrücktest sie. Nach deinen Regeln. Du dachtest nur an deinen Profit. Du hast es beendet. So wie ich wollte. Monsieur de Ferrer jedoch hatte anderes im Sinn. Er machte meine friedliche Kolonie zu einem Zuchthaus.
Du musstest ihn töten. Dafür danke ich dir. Ich glaube dir nicht. Aveline, ich liebe dich. Wie meine eigene Tochter. Ich kann keine Kinder kriegen, doch du brachtest Licht in mein Leben. Mein ganzes Leben belogst du mich. Es tut mir leid. Es war notwendig. Als Mutter musste ich dich schützen. Sieh mich nun an im Licht der Wahrheit. Du weißt, wie es ist, ein geheimes Leben zu führen, deine Macht mit Frauenkleidern zu verhüllen, Männern gehorsam vorzugaukeln, die deine wahren Fähigkeiten nicht dulden wollen. Bin ich dir denn tatsächlich so fremd? Ich brauchte dich, um die Gewalttäter in meiner Organisation zu vernichten. Ich brauche dich noch immer. Die Assassinen dürfen dein Talent nicht vergeuden. Dafür bist du mir zu wertvoll. Als Werkzeug zur Manipulation? Ich weiß, du bist frustriert. Agathe. Ich widersetzte mich. Ansonsten wäre der Ferrer nämlich noch am Leben. Siehst du? Wir wollen dasselbe. Gemeinsam, Aveline. Bringen wir es zu Ende. Jetzt bin ich hart verwirrt. Sind wir schon mal Sequenz 9? Nach einer Konfrontation mit dem Company Man, niemand anders als Madeleine de Isle, ihrer geliebten Stiefmutter, fühlt sich Aveline verwirrt und einsam. Sie reist in den Bayou, um Agathe nach Rat zu fragen und ihr Glauben an die Bruderschaft auf die Probe zu stellen. Sind wir wohl schon fast fertig. Also, ich weiß, dass es 9 Sequenzen sind und das riecht ganz stark nach dem Ende. Und dachte ich mir, auch wenn es so ein kurzes Spiel ist, so ein 6,5 Stunden Spiel ist, kein Wunder, wenn ich da auch durchrushe, ne? Aber Nebenmission gab es jetzt keine, außer diese Bürger-E-Geschichte. Die ich zwar teilweise verstehe, aber teilweise wiederum auch nicht, weil teilweise die erste Sequenz war exakt dieselbe. Hatte ich zumindest so im Gefühl. Oder ich habe nicht richtig hingehört. Ich musste mal beim Cutten nachgucken, vielleicht fällt es mir dann nochmal auf, aber mal gucken. Agathe! Der Lehling kehrt zurück. Warum? Welchen Nutzen hat der alte Agathe noch für dich? Ich habe die Identität des Company Man aufgedeckt. Was? Hast du ihn nicht vor Jahren getötet? Das war nicht der Company Man. Du wolltest ja nicht hören. Jetzt erkennst du den Fehler. Du trägst die Verantwortung dafür ebenso wie ich, Agathe. Ich war ein Kind, als ich mich der Bruderschaft anschloss und du mich zu Assassinen machtest. Du gabst vor, mich zu schützen, den Feind auszumerzen. Und die ganze Zeit war meine Stiefmutter Madeleine der Company Man. Die Boshaftigkeit liegt in der Familie. Was? Agathe! Halt! Komm wieder zu Sinnen! Nein! Das kann nicht sein! Na, was denn jetzt? Agathe! Was hast du mir angetan? Der Orden ist die Zukunft. Wer? Ich kenne es gut. Alter. Jetzt soll man ohne Schaden schaffen? Ubisoft, was hast du dir dabei gedacht? Egal, alles mit der Uhr. Agathe, alles. Halt! Komm wieder zu Sinnen! Nein! Das kann nicht sein! Okay. Agathe! Was hast du mir angetan? Der Orden ist die Zukunft. Wer?
So. Dein Mittel. Ich kenne es gut. Aber du. Spürst du nun dein Gewissen? Agathe! Halt! Der Tag, an dem die Seeleute dich angriffen. Ich hätte nicht einschreiten sollen. Ich dachte, du hättest die Seele eines Kriegers, wie deine Mutter. Doch du schlägst nur nach deinem Vater, diesem bleichen Sklaventreiber. Dazu hast du kein Recht. Stopp! Unsere Ziele können so verschieden nicht sein. Oh. Nein, das ist Illusion. Noch mehr? Schade. Du da! Halt! Hi! Vergiftete Täuschung. Nicht mehr. Dann öffne die Augen. Agathe, so muss es doch nicht enden. Die Stücke der Scheibe aus Chichen Itza. Hilf mir doch. Sag mir, was sie bedeuten. Hallo, danke. Ich sagte, du sollst nie davon sprechen. Das Wissen wird uns alle vernichten. Ach, Agathe, sag doch mal einfach, was los ist, Agathe Bauer. Und ohne es, worauf stolpern wir dann blindlings durchs Dunkel zu? Nicht darauf zu! Fort davon! Denke nicht mehr daran! Mentor, zwing mich nicht dazu! Der Agathe, der mich trainierte, ist mutig und ehrlich. Ich weiß, noch lebt er in dir. Lass ihn wieder raus. Was habe ich getan? Ich hätte bei deiner Mutter bleiben sollen. Dann wärst du mein Kind gewesen. Meine Tochter. Und nicht ein solches Monster. Geh jetzt, Agathe. Lauf. Und schwöre, nie wieder zu kommen. Soll ich den langsamen Tod eines Feiglings sterben? Wie dieser Ujoa? Mit dieser Schmach lebe ich nicht. Ich... Agathe! Nein! Was?